Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tropico mit nicht nur mir, sondern auch Erik. Und dem anderen Erik, hallo. Dem ich gerade voll das Dings gestohlen habe. Du wolltest schon anfangen. Ja. Ei, ei, ei. Ja. Hm. So, wie sah es denn aus? Genau, ich hatte wenig Geld. Ich habe gerade... wir sind in einer brandneuen Aufnahmesession. Genau. Ich habe jetzt gerade hier meine Plantagen erstmal wieder gesehen. Aber die bilden hier hinten wieder Slums. Das kann ich halt überhaupt nicht. Zucker. Okay, also hier sehe ich, was ich habe. Okay, Planken wären auch was ganz Schönes zu verkaufen. Planks da. Okay, auf geht's. Genau, wir waren ja beide noch nicht unabhängig, ne? Wir müssen ich war, glaube ich, immer unabhängig, oder? Sind deine Straßen schon betoniert oder asphaltiert? Ah, nee, stimmt, ich bin noch nicht unabhängig. Gut, dass ich gerade minus 10 bei der Krone gemacht habe. machen wir... Ja, 2000 brauche ich nicht. Okay, gut. So, ich habe erstmal eine Handelsroute gegen die mit anderen gemacht. Gut. Hey, warum mein... irgendwie hat sich mein... ich habe im Hauptmenü meinen Palast verändert und... jetzt sieht mein Palast bei dir irgendwie auch komisch aus. Muss ich gleich mal gucken. Sieht denn deiner bei mir aus? Nee, deiner sieht bei mir auch komisch aus. Das kann sein. Naja. So, was wollten die? Genau, die wollten noch mehr geliked werden. Und Fisch muss ich produzieren. Fisch produzieren ist kein Problem. So, das haben wir direkt gemacht. Was haben wir denn noch so Schönes? So. Und ich habe schon wieder nichts an Gelde. Ich glaube, ich habe ein Problem. Was denn? I'm here to lick you lazy tropical types into shape for the empire. You'll find me fab, but unfab, which is how it should be. So, I don't want to hear any whining. Now, where are my slippers? Oh, hier sind so die ganzen Introduction Screens. 72% mögen mich momentan. So. Kokosnussernter. I am the infamous revolutionary Sofia Ortega, and this is my struggle. My people are oppressed. We cannot benefit from our own efforts as rich men always take what we make for themselves. But I shall bin bei minus 13.000. Das ist echt nicht gut. Except for sleep and weekends and maybe tea breaks. Ich muss darauf warten, dass jetzt gleich. Wirtschaft, Einnahmen, Ausgaben. Ich hatte mehr Ausgaben als Einnahmen. It's nice to have choices, isn't it? Choices like continue as governor or begin a new career in manual labor. So, Logging Camp. Wollen wir das mal bauen? Was ist das denn? Hab ich doch bestimmt schon, oder? Soll ich noch eins bauen? Oder schon eins? Logging Camps sind Holzfäller. Ja, oder? Aber ich hab schon eins, das ist die Sache. Ich hab mehrere. Ich hab, glaube ich, 5-6 Stück oder so. Okay, ja. Ja, du baust hier so die ganzen Dinger so ein bisschen redundant, ne? So. Eine Bibliothek bauen. Ja. 3600. Ja. Wenn nochmal ein Frachter wirklich Geld bringen würde, wäre das nett. So, okay. Schön Loggenkamps gebaut. Schon. So, Piratchen. Kleiner Laden. So, wollen wir mal. Kann ich denn.
Geld verdienen. Handel. So, das läuft alles gut. I must say, I'm glad to be still working with you. Finding good help is so difficult these days. So, okay, jetzt lasse ich mal meine Daten nicht mehr verlängern. Ich habe nur noch 4 Jahre gut. Das reicht. So, 2. Ich muss gerade gucken, was ich jetzt mal exportieren könnte. Oh. Ja, ich habe auch gerade geschaut. Bisschen. Noch irgendwas. Danke wieder mal. So. So. Krone schickt Entwicklungshilfe. Ja, das ist nett. Danke. So, okay. Kann es sein, dass man sich erst unabhängig machen kann, kurz bevor man kein Dings mehr hat? Hm? Kann es sein, dass man sich erst unabhängig machen kann, bevor man, kurz bevor man das Mandat ausläuft? Ja, das stimmt. Sobald du wirklich, glaube ich, 60% Zustimmung hast, geht das. Beschleunigt das bei dir eigentlich auch die Spielgeschwindigkeit? Keine Ahnung. Steht unten links bei dir in der Ecke mal 4. Ja. Und jetzt mal 1? Ja. Das war eben so synchronisiert. dann ist das sogar synchronisiert. So. Das wollen wir auch mal hier ein bisschen mehr. Viva ja, la Revolution! Together, Governor Zhu, I and the people. Ja, bla 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 bla. Immigranten, danke. Plantation. So, die Revolutionären wollen eine Bibliothek. Dann bekommen sie die jetzt auch. It's nice to have choices, isn't it? A choice is like. Mhm. Ja, kannst du bitte auf normale Geschwindigkeit machen? Ja. Danke. Ich musste nur gerade mal ganz kurz ein Gebäude fertig bauen. So. Handelsrouten abgeschlossen. Okay. Ich wollte noch gucken, wie ich. Erkläre die Unabhängigkeit. 15.000 ausgeben. Kann ich noch nicht. Also den Krieg erklären, auf geht's. Ja, ich kann den Krieg erklären, aber ich habe nicht mal einen Wachturm oder ein Fort oder so. Ich kann jetzt die Independence, ja. Wunderbar, das soll ich mal. Hast du so viel Geld noch? Ja, ich habe jetzt noch 11.000. Was machst du anders? Ich greet my fearless leader for the first time as El Presidente. Mais, Tabak, Kakao. Okay, what's so that? Oh, Presidente. That's a relief. For a second there, I thought you were the Hun. Can't be too careful. That's what the propaganda says, and I should know. I write it. Sit down. Pour yourself a drink. I'm Winton Mulberry. Very pleased to meet you. Ja, ich habe nämlich auch das Problem, dass ich eine Rumdistillerie bauen muss, um schnell noch mal meine Mandatszeit zu verlängern. Ja. Ich habe nur noch 1, schließen Sie den Überfall Beute ab. Ja, Beute. For some reason it does not, you shall comply anyway.
In this way we shall be friendly. Ja? I'll be with you in a minute, Presidente. I'm just counting my money. Only joking. I wouldn't be with you in this lifetime, if I had to count my fortune first. Mason Belmonte is the name, and money loves me, Presidente. 309, meine Bevölkerung wächst stetig. The comrades wish me to introduce you to all of them personally, Presidente, because none of us are more important than the others. Oh, ich hab Feuer. That would take a long time, so I will somehow. Wo versteckt sich Penultimo? I am not Mark. Der Typ soll langsam. Jetzt muss ich. Es brennt, Leute. Ich habe keine Dings. Hast du noch keine Feuerwehr? Nein. Ach Gott, oh Gott. Milizia. Na, danke. Okay, wo ist? Ja, will ich. Wo kann ich? Wo ist eine Feuerwache? Ja. Eine. Feuerwache. So. Weiß ich nicht. Ja. Ja, will ich andocken, danke. Ganz kurz, ich muss mal eben das Spiel pausieren. Ja. Sonst bin ich gleich am Arsch. Oh, das passt mir ganz gut. So, okay. So, weil ansonsten muss ich gleich nämlich den Krieg erklären. Gegen die Krone. Ja. So. Dann stellen wir hier mal einen Wachturm hin. Weil ich bin nur noch ein Jahr und ein Monat lang gewählter Chef von Tropico. Ah. Kann ich mir keinen Kredit aufnehmen? Das wäre schön. Gut, jetzt habe ich noch 1000, das ist nicht mehr so geil. Okay. Aha, die haben keine Arbeit, aber ich wollte eine Highschool. Ha, schön. Fuck, das brennt down. Tschüss, Mina. Fuck. They call me the broker. I guess I had another name once. But you know what names are good for? They're good for getting you a rest. Well, that's not my game. My game would be business. 10 Monate. Hey, what have you got? Ich glaube, ich muss den Krieg erklären. Kannst du es auf einmal lassen, bitte? Ja. Danke. Also. Ich habe noch 9 Monate. Was ist denn bei dir los, dass du nicht so viel Zeit hast? Ja, weil ich hier noch viel am Los rumlesen bin, verstehst du? Und deswegen, wenn halt eben ganz viel Zeit in der Folge. My flock are blessed with faith, hope and charity. And I hope I can have faith in your charity. Ah, ja, bla bla bla. Okay, was gibt's hier denn, was ich bekomme? Ist Lila gut oder schlecht? Wo? Weil es ist alles. Ah, nee, okay. Ah, okay. Must be placed on land, hab ich nicht. Blöde Sache. Everyone has friends, right, Prez? And it's right to help friends, right? So, okay. Some say that while there remain nations unconquered, the fatherland is incomplete. Prolong your independence, Presidente.
by meeting your needs. Die Angst möchte erstmal schön am Boden. Presidente, we must choose a side in this terrible war. Oh, ganz kurz, ich muss nochmal pausieren. Ja, ja. Pausieren darfst du immer. Rumdestillerie 9600. Brauch wirklich gerade Geld. Wie viel Geld hast du? Minus 3418. Geh auf Politik, dann kannst du. Ne, wo war das? Du kannst doch irgendwo mir Dings schicken. Du kannst von mir Geld kriegen, glaube ich. 10.000. Echt? Ja, ja. Wo ist man denn die Achsenmächte haben? Kotten, hab ich gerade. Echt? Ja. Wo geht das? Ja, das eben, warte. Ja, unten Politik, dann klickst du auf mich und dann Ask for Financial Support. Politik? Dann auf mich. Da bei Politik habe ich nur Revolutionäre und Royalisten. Was denn, da müsste ich doch noch unten links. Ah, aber du bist noch nicht unabhängig. Ah, okay, so viel dazu. Warte, dann kann ich eins noch probieren. Dann erkläre ich hiermit den Krieg. Wenn es mir die Kämpfe gibt, musst du mir Bescheid sagen, dann komm ich gucken. So wird es überleben. Ich übergebe Ihnen dieses Stück Papier, auf dem steht, dass wir einmarschieren werden. Ihnen steht dann eine sehr kurze Zeitspanne zur... Eine sehr kurze Zeitspanne zur Verfügung, um ihre unkluge Entscheidung zu bereuen. Dann werden wir unsere Marinesoldaten ihre lächerliche Verteidigung mit Hilfe überlegener Disziplin, Waffen und Frisuren überrennen. Vielleicht sehen wir uns bei ihrer Hinrichtung, Gouverneur. Krieg vorbereiten, 720 Tage. Hört sich nicht so gut an, mein Lieber. Nee. Das Problem ist, ich denke nicht mehr, dass ich jetzt noch, ich denke nicht, dass ich jetzt dann vielleicht auch noch Entwicklungshilfe bekomme, oder? Vermutlich. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, entfernen die Leute erst in der nächsten Folge, oder? Ist es schon wieder soweit? Ich glaube schon. Dann ist es soweit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Ja, bis dennchen. Ciao. Ciao, ciao.